Was um alles in der Welt bringt mir das? Das ist die Frage, die dein Kunde sich stellt, wenn du ihm zum Beispiel eine neue Haarfarbe verkaufen willst. Dann fragt er sich, ja und, was bringt mir das? Überleg das immer. Überlege immer, wenn du etwas verkaufen möchtest, und du sollst das ja auch verkaufen, wir sollen aktiv verkaufen, jedoch mit deinem Nutzen. Daher immer überlegen, mitteilen zu können, was bringt mir das. Wenn der Kunde etwas sieht oder du empfiehlst etwas, dann wird der Kunde denken, ja und, was habe ich davon, was bringt mir das? Herzlich willkommen bei der Nadja, deinem Coach, wenn es um Business, Selbstständigkeit von zu Hause aus geht und Geld, somit Zeitmanagement, wie wir alles unter einen Hut kriegen, damit wir ja, unsere Familie mit unserem eigenen Geld ernähren können. Das wollen wir doch, das ist toll. Gut, ich habe wieder meine Notizen gemacht. Wenn du etwas Zusätzliches verkaufen möchtest oder willst oder sollst oder musst, dann sollte es immer etwas sein mit einem Nutzen verbunden. Also der Kunde sollte zum Beispiel ein Schnäppchen, Preise, Schnäppchen, Aktionen, das liebt er. Oder ein Zeitgewinn, wenn er Zeit gewinnen kann. Wenn es zum Beispiel nachhaltig ist, wenn es mit Ökologie zu tun hat, mit der Umwelt. Wenn du sagen kannst, das ist gesund, es hat mit der Gesundheit zu tun. Oder es gibt einfach ein positives Gefühl, es gibt ein Pushing, also das bei den Autos zum Beispiel, da gibt es manchmal keine logische Erklärung, aber es gibt einfach dieses Gefühl. Oder eine tolle neue Frisur oder ein neues tolles Kleid. Ja, es ist einfach dieses Gefühl, das wir sonst nicht haben oder hätten. Das musst du verkaufen. Oder eine Sicherheit. Viele Leute kaufen etwas, weil es mit Sicherheit zu tun hat. Dann gibt man meistens auch mehr Geld aus, als ja, wenn man gar nicht auf das denkt. Aber das Wichtige ist, dass du dem Kunden das mitgibst. Dass du nicht einfach sagst, okay, das ist jetzt der neue Kindersitz, den wir haben. Oder ich habe ja einen tollen Secondhand-Kindersitz oder irgend sowas. Einfach nur ein Kindersitz. Ja, warum ist denn der so teuer? Das muss vorher kommen, dann kannst du schon sagen, hey, das ist die neueste Technologie wegen diesem und diesem, weil Seitenaufprallschutz oder was es auch immer noch gibt. Verkaufe die Facts, die Werte dazu. Gibt es das typische Beispiel mit, niemand will einen Bohrer kaufen, also ein Bohrgerät, sondern er will ein Loch in der Wand. Er will das Loch, weil er etwas aufhängen möchte oder er will den Nagel haben, aber nicht wieder zu. Also verkaufe das, was der andere braucht oder was ihm wichtig ist. Beim anderen zieht vielleicht die Ökologie, wenn du siehst, mit welchem Gerät, mit welchem Fahrzeug oder Fahrrad er oder sie da zu deinem Kundenbesuch kommt. Achte darauf, was ist der Person wichtig? Und nimm denn das als Nutzen. Wenn du ein Shampoo verkaufen möchtest oder einen Nagellack, dann ist das genau vielleicht ein Verkaufsargument. Hey, dieser Nagellack trocknet in 10 Sekunden. Oder dieser Nagellack ist nachhaltig hergestellt. Die Farben sind von dort, wie auch immer. Oder diese Creme wurde hier im Ort hergestellt. Also verkauf immer den Nutzen dazu, damit der Kunde weiß, okay, was habe ich davon? Gut, ich habe das davon. Und dann, wenn er zu Hause ist, hat er nämlich Freude. Dann sieht er das Produkt und denkt, hey, cool, das wurde hier hergestellt. Oder wow, dieser Nagellack ist in 10 Sekunden trocken. Shampoo zum Beispiel. Wenn du Nardias Shampoo verwendest, das wird auf den Philippinen hergestellt. Und du kannst die Geschichte darum erzählen. Die Filipinas, denen ist wichtig schöne Haare. Die haben ja ganz schöne Haare, lange Haare. Und die schmieren ja so viel Pflegeprodukte, vor allem Kokosnussöl arbeiten die. Jetzt wenn du sagen kannst, okay, dieses Shampoo wurde speziell mit Kokosnussöl vor Ort nachhaltig in einem Projekt auf einer Insel hergestellt, weil dort die Frauen so schönes Haar haben möchten, möchte ich dir das gerne mit auf den Weg geben. Probier es mal aus, komm, ich wende es heute mal an, dann siehst du nachher wieder, was das für dein Gefühl ist. Verkauf das mit deiner Geschichte, mit einem Erlebnis, was deinen Kunden Freude macht und nicht einfach, ja, heute verwende ich das Shampoo von bla bla. Fertig. Oder du sagst gar nichts. Nein, verwende das Shampoo, welches du danach auch verkaufst. Welches dann Duft, oder der spezielle Duft, den dieses Shampoo hat. Vielleicht sagt der Kunde, ach, das gefällt mir. Ja, was ist das? Die Geschichte mit rundum, den Nutzen, was er davon hat, wie es lebt und
du das rüberbringen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Arbeite auch mit aktiven Verben. Also bring Wörter rein, wie, was habe ich hier aufgeschrieben? Was habe ich? Das Erleichtern, Verringern, Erhöhen, Erweitern, Sparen, Schützen, Befreien, Reduzieren, Optimieren. Bring gute Formulierungen rein. Und dann überlegst du dir 3 bis 5 solche Sätze, solche Ideen, solche Formulierungen, wie du das in Zukunft beim Kunden rüberbringen kannst. Und zwar müssen diese Sätze für dich passen. Ich kann dir die nicht vorsagen, weil du ganz ein anderer Typ bist als ich. Also passe dir diese Sätze an, wie du bist, dass du das mit einem guten Gewissen, mit einem guten Gefühl deinem Kunden anbieten kannst. Denn es sollte wiederum eine Win-Win-Situation sein. Der Kunde sollte was davon haben und du solltest was davon haben. Du kannst nicht verlieren, du kannst nur gewinnen, wenn du da 3 bis 5 Sätze dich vorbereitest, tolle Formulierung zusammenstellst und diese immer wieder bringst. Und Übung macht den Meister, umso mehr das übst, jeden Tag, du hast jeden Tag Kunden, Gäste, wie auch immer, wende das an, tu dies, learning by doing, und das ist irgendwann Intus in dir und irgendwann siehst du mehr Ideen oder mehr Möglichkeiten, die du umsetzen kannst. Oder kürzlich, wenn du irgendwo etwas gekauft hast, wo du eigentlich gar nichts kaufen wolltest, passiert uns allen immer wieder, überleg mal, was war das Letzte? Warum hast du das gekauft? Hat der Verkäufer oder die Verkäuferin vielleicht einen tollen Satz gebracht, genau das Argument, auf das du gewartet hast? Warst du gerade deshalb schon lange auf der Suche? Du wolltest mal dies und jenes und jetzt, bang, wird es dir offeriert. Jawohl, dann schnappst du zu. Überlege, wie bist du beim anderen nicht reingefallen, sondern was hast du toll gefunden, dass er dir das angeboten hat und du doch dankbar warst, dass er das gemacht hat oder sie, damit du das ja, für dich kaufen konntest oder erwerben konntest oder die Dienstleistung nutzen konntest. Überleg dir 3 bis 5 solche Standardsätze, oder immer wieder ein bisschen anpassen kannst auf deinen Kunden, wenn du mehr Geld, Umsatz haben möchtest, ja, und die Kunden glücklicher machen kannst. Und denk immer dran, der Kunde fragt sich immer wieder, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich das oder jenes bei dir einkaufe oder buche? Gut, bis dann wieder, bis zum nächsten Tipp. Ich freue mich. Weiteres sonst auf coachnadia.ch. Grüß dich. Ciao.